wenn wir das Gefühl haben, dass er so drauf ist, so unterwegs ist, dass er solche Spiele wie heute abliefern kann, dann spielt er auch. Ich glaube, es ist jetzt kein Spieler, der hier nur 3 Einsätze gehabt hat in der ganzen Saison. Wenn wir das Gefühl haben, dass er gut drauf ist, wenn er der Mannschaft helfen kann, wie es für jeden anderen Spieler gilt. Klar ist, das kann ich relativ sicher sagen, wenn er jede Woche so arbeitet, wie er arbeitet und am Wochenende dann so spielt, dann ist die Chance relativ groß, dass er jede Woche spielt. Es ist relativ einfach zu sagen, ich bin mit beiden wirklich sehr zufrieden. Und klar, Philipp ist ein Spieler, der uns die Möglichkeit gibt, auch über die Außenposition unser Spiel noch variabler zu machen. Und Jonas Hector ist sowieso ein Spieler, der von der Qualität her und vor allem auch von der Spielintelligenz jemand ist, der jeder Mannschaft auf nahezu jeder Position helfen kann. Und das zeigt er.